Meine lieben Schatzjäger da draußen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zurück. Es geht weiter mit Tomb Raider Teil 1 in der Remastered-Version auf der PS5. Und wir sind hier jetzt, glaube ich, im Grab des Qualopec. Irgendwie so. Und wir gucken mal, was wir dann hier heute so Schönes erleben. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus hier. Guck mal, das... Ist das ein Schalter? Ja, den werden wir direkt mal betätigen. Oh Gott. Dino-Action. Oh. Okay, gut. wie sieht meine Energie jetzt aus? Mal eben schauen. Ah, geht noch. Brauche ich noch kein Medikit, Medipack nehmen. Alles klar. So, die Tür haben wir aufgemacht hier, ne? Dann gehen wir da noch nicht rein. Ich will erstmal noch mal ein bisschen gucken. Da oben ist was. Was ist das? Ah, guck mal. Vogel. Was ist das dahinter? Kann ich nicht erkennen. Okay. Dann müssen wir die jetzt wahrscheinlich der Reihe nach aufmachen, ne? Von hier sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt hier lang, wo die Dinos waren. Und erkunden hier weiter. Ach, du Heiliger. Das ist ja ein halbes Labyrinth. Oh, nö. Mhm. Ich würde sagen, schieben, oder? Wir machen das einfach mal. Nochmal. Ja, okay. Wie jetzt? Mehr geht nicht? Okay, ich kann nur zurückziehen. Ah, halt, stopp. Blind. Warte. Da links war auch noch was zum Schieben. Ich muss noch mal ein Stück vor. So, genau. Und jetzt hier. Den wegschieben, glaube ich. Ja. Okay, und da haben wir einen Schalter. So, da fallen die... Die Steine schon wieder weg. Ich hoffe, da ist keine Falle. Warte mal. Wir gehen mal ganz vorsichtig einen Schritt nach vorne. Doch, da ist eine Falle. Nicht gut. Also wenn wir da jetzt reinfallen, dann war es das mit uns. Das heißt, wir machen hier mal eben eine Speicherung. So. Zack. Jawohl. So, und jetzt... Jo. Da sind wir da voll reingesprungen. Upsi. So, besser. Erste Tür haben wir auf. Fehlt noch die zweite. War das der Hauptraum hier? Lass uns mal eben schauen. Ja, hier sind die Dinos. Okay. Ich muss mich hier echt so ein bisschen versuchen zu orientieren. Das ist gar nicht so einfach, weil es alles gleich aussieht. Hier waren wir gerade. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. Und gucken hier mal ein bisschen weiter. Schön vorsichtig. Da ist ein Schalter mit einem kaputten Boden. Das ist nicht geil. Warte mal kurz. Ja, guck mal, da fallen wir da runter. Aber ich glaube, dass das ist so gewollt. Da müssen wir gleich irgendwie was hinschieben. Oh, oh. Da müssen wir gleich irgendwas hinschieben.
warte mal. Ich kann leider nicht so viel sehen. Das Ding ist auch cool, ne? Mal eben schauen, ist hier irgendwas versteckt? Nee, ne? Okay, eine Speicherung bitte. Grab von Qualupec. Ist auch ein cooler Name. Jo, da sind Wolfies. So. Boah. Hallo. Geht's euch gut oder was? So, und jetzt machen wir mal hier Pumpgun Action. So. Ruhe ist gut. Wir gucken uns weiter um. Da ist auch noch eine Leiche. Mal eben schauen. Hatte was? Nee. Hat nichts für uns. Alles klar. Dann gehen wir hier hoch. Und hier können wir schieben. Oder ziehen. Eins von beiden. Okay. Gut. Schieben wir mal einfach hier rüber, wa? Okay, hier geht's weiter. Interessant. Ist das auch wieder kaputter Boden? Nee. Hier ist ein Medikit. Ah, sehr schön. Danke. Das nehme ich gerne mit. So, und jetzt müssen wir da hoch, ne? Okay, warte mal. Wieder mit Gefühl. Zack. Jawohl. So, nächste Medikit. Danke. So, und jetzt hier. Jo, eins fehlt noch. Okay. Von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Gut, dann einmal zack. Lassen wir uns runterfallen. Und jetzt sind wir hier. Ah ja, okay. Sehr gut. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Hier ist der Haupteingang, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal links, oder? Mal sehen, wo wir hier rauskommen. Okay, Musik. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes. Ich gehe mal eher von dem Schlechten aus, deswegen speichern wir hier. So, aber erstmal gucken, bevor wir jetzt irgendwas betätigen. Okay. Sieht aus wie ein Schachbrett, ne? Mal sehen, was passiert, wenn wir hier jetzt drücken. Ach du Heiliger. Aha. Was passiert, wenn ich den jetzt nochmal betätige? Okay, dann geht er wieder dahin. Wir lassen das mal eben so. Einfach nur mal, um mal zu gucken. Okay, hoch kommen wir da auf gar keinen Fall. Das ist viel zu
Viel zu hoch von der Höhe, ne? Ja, da kommt Lara nicht ran. Okay. Kommen wir da wieder hoch? Ja. Interessant, interessant. Aber guck mal, wir sehen schon hinten links, da wo die eine Säule ist, da kann man nach oben. Also quasi da, links in, oh, links in der Ecke. Okay. Das wird lustig, glaube ich. Ja, jetzt sind wir hier. Okay. Zack. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, ne? Wofür wir hier jetzt rauskommen. So. Jetzt sind wir wahrscheinlich auf der anderen Seite. Pass mal auf. Ja. Guck mal. Das ist ja cool. Die Frage ist nur, was uns das bringt, wenn wir da jetzt raufspringen. Wahrscheinlich nichts. Mal eben gucken. Ah, okay. Dasselbe Spiel nochmal, nur von der anderen Seite. Cool. Cool, cool, cool. Und da mal den nächsten Schalter. Okay, jetzt ist der da. Wow. Das ist mal ein Rätsel, Freunde. Das ist echt mal ein Rätsel. Warte mal. Ich gehe mal wieder hier hoch. Und drück jetzt mal den anderen. Einfach. Ach, guck mal, jetzt ist hier die. Das ist ja lustig. Aha. Das war doch vorhin noch nicht, oder? Okay, warte mal. Okay, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das jetzt geht. Wir müssen da jetzt auf jeden Fall irgendwie rüberkommen, ne? Einmal speichern. So. Und jetzt. Oh, das ist verdammt schwierig hier. Schaffen wir das von hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Müssen wir da schon mit Anlauf ran. Ich brauche nur mal eben einen guten Kamerawinkel. So. Okay. So. Yay. Boah. Mögen Sie in Ukupacha ruhen. Jo. Alles klar. Ja, guck mal. Tor ist auf. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, weil hier unten sind die, die Fallen, ne? Deswegen einmal schön vorsichtig. So. Damit uns auch nichts passiert. So, jetzt gehen wir hier lang. Und mit etwas Glück kommen wir vorne wieder raus. Oder? Ach nee, das war die andere Seite. Ups. Wir müssen wieder oben lang, wo die Schalter waren. Quasi einmal so. Zack.
Genau. Dann gehen wir hier weiter. Dino müde. Okay, wo geht's hier lang? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Alles klar. Dann gehen wir jetzt in die Hauptkammer zurück. Richtung dieser komischen Türen. Hier waren wir auch schon. Hier lang. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, geradeaus. Aber hier oben waren wir noch nicht, oder? Da möchte ich auch noch mal gucken. Ah! Guck mal, was ist da drin? Irgendwas Cooles. Irgendein Dingensbummens. Okay. Das wird wahrscheinlich ein Schatz sein, den wir besorgen sollen. Für die liebe nette Nadler. Nadler Technologies und so, ne? Ihr wisst Bescheid. So, und ich glaube, hier müssen wir jetzt weiter. Tore sind alle offen. Jo, da sehe ich schon diese Blasrohrdinger, die uns gleich wieder vergiften wollen. Aua. So, einmal schnell durchgejumpt. Nochmal eben gucken. Okay. Und hier ist dunkel. Boah, sieht das cool aus. So, und ihr habt mir übrigens gesagt, man kann den Fotomodus aktivieren. Das wusste ich gar nicht. Vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Einfach L3, R3 drücken. Zack, Fotomodus. Voll gut, ne? Ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste das gar nicht. Aber das, Freunde, guckt euch das an. Das sieht auch richtig mega aus. Wie er da sitzt mit seinen wahrscheinlich Wachen, ne? Denke ich mal. Voll gut. So. Wir nehmen das mal. Und jetzt gibt's Ärger. Oder? Ich glaube, jetzt gibt's Ärger. So. Yay. Da war eben irgendwas. Oh. Oh, krass. Habt ihr das gesehen? Die knallen uns so weg. Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch Ihre habe? Hallo. Wart's ab.
Wenn ich dich in die Finger kriege. Natürlich. Du und das dämliche Stück vom Skion. Wenn du es unbedingt behalten willst, stopfe ich es dir in deinen verdammten... Moment, sprechen wir gerade über das Artefakt? Darauf kannst du Gift nehmen. Moment, tut mir leid. Sie sagten Stück. Wo ist dann der Rest? Miss Nadler hat Pierre Dupont darauf angesetzt. Und wo sucht er danach? Den erwischst du nie. Sie meinen also, das Gerät hier hält nicht nur auf? Keine Ahnung, wo seine krummen Ganovenbeine ihn hingebracht haben. Da muss... müssen Sie Miss Nadler fragen. Okay. Bäm! Danke, das werde ich tun. Geil. Richtig, richtig gut, Freunde. Da sind wir schon durch. Das Grab von Qualopec. Relativ kurzes Level, wie ich finde, aber hat auch richtig Spaß gemacht. Benötigt Zeit, 21 Minuten 55. Gefundene Geheimnisse, 0 von 3. Huch, ich habe nichts gesehen. Fundstücke, 3 von 8. Kills, 7. Munition verbraucht, 124. Treffer, 87. Medipacks benutzt, 2. Zurückgelegte Strecke, 1,35 Kilometer. Ja, erstmal durchbrennen. Und ab nach oben. Ta-ta-ta-ta. Nadler Technologies. Hier im Prachtbau des heiligen Franziskus quälen mich neue Versuchungen. Meine Brüder munkeln, dass unter Teil der Körper des Tirokan begraben wird. Einer der drei mythischen Herrscher des verlorenen Erdteils Atlantis. Und dass ein Stück des atlantischen Erbes bei ihm liegt. Ein Anhänger, der zwischen den drei Herrschern des untergegangenen Erdteils Atlantis aufgeteilt wurde, um seine unermesslichen Kräfte im Zaum zu halten. Kräfte jenseits derer des Allmächtigen, des Schöpfers. Mir wird schwindlig von solchen Möglichkeiten, die so dicht an meinem sterblichen Selbst liegen. Jede Nacht geißle ich mich, um mir die Vorstellung auszutreiben, aber es ist wahrlich eine schwere Prüfung. Pierre, du Umweltverschmutzer. Bohnen. Sehr schön. So. Da hinten kommen schon wieder Gegner, oder? Oh oh. Löwen. Gut, die machen wir noch schnell weg. Krasse Viecher, ne? Die geben nicht auf. So. Freunde, ich würde sagen, da machen wir hier wieder ein kleines Päuschen und in der nächsten Folge geht es dann genau an dem Punkt weiter. Und dann gucken wir mal, was dieser Ort so wunderschönes für uns bereithält. Ich freue mich schon sehr und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und wie immer, tschö mit Ö.